herzlich mal wieder aus dem Auto. Ich bin jetzt nämlich in Wien und ich habe nämlich einen Termin. Und zwar habe ich bei so einem Gynäkologencenter, so einen Termin zur Nackenfaltenmessung fürs Baby. Das ist bei uns in Österreich ganz optional. Man kann es machen. Es wird aber empfohlen, wenn die Frau, wie zum Beispiel in meinem Fall, schon 35 ist, weil viele fragen mich immer, Diana, wie alt bist du denn? Ich bin 35. Und ja, es wird halt empfohlen, ist aber nicht zwingend. Ich könnte auch noch einen besseren Test machen, einen Combined-Test. Da wird auch noch so Blut abgenommen. Und es ist dann noch genauer und weiß ich nicht was. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil der Arzt hat mir letztes Mal, eigentlich, also mein Frauenarzt hat mir letztes Mal eigentlich schon Entwarnung gegeben. Er gemeint hat, es schaut eigentlich alles super aus. So was er sehen kann, deswegen, ja, und ich meine im Endeffekt, es kann auch immer was sein, Sachen, die man auch gar nicht am Ultraschall sehen kann oder so, also vom Gesundheitsfaktor her hoffen wir natürlich immer, dass das Kind gesund ist, aber ja, es gibt auch Sachen, auf die man gar nicht im Ultraschall aufkommt, aber das ist dieses Nackenfalten möchte ich trotzdem machen, weil ich es bei allen anderen Kindern gemacht habe und ich mir auch denke, naja, okay, jetzt bist du 35, machst das, schaust du das mal an. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon hier ein bisschen fast zu spät, nicht, aber knapp, und ich hoffe, dass ich hier parken darf. Habe aber nichts gesehen. Also ich habe einen richtig tollen Parkplatz gefunden. Das Problem ist nur, in Österreich, also in Wien, sind manche Parkplätze reserviert für die Anrainer, also Anwohner hier, weil ja, damit die halt zumindest einen sicheren Parkplatz haben. Aber ich hoffe mal, dass ich hier stehen darf, weil hier ist nichts. Ja, ich denke, dass ich stehen darf. Ich werde mir noch einen Parkschein ausfüllen am Handy und werde gleich schnell reindüsen und werde euch dann vielleicht ein Bild noch zeigen können. Ich freue mich immer, wenn ich das Baby sehen kann. Ja, also bis nachher dann. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ist schon länger. Ich war auch noch was Kleines einkaufen. Zeige ich euch dann. Ja, schau mal, Lisa, habe ich beim Merkur gekauft von Chibo für dich zum Spielen. Ja. Warte, komm her. Ups, ja, ja. Für die Badewanne oder für draußen das Planschbecken. So, siehst du? Kannst du Wasser einfüllen? So. Kinder spielen ja so gerne mit sowas und das finde ich cool, weil das ist, hat keine Löcher. Normalerweise gibt es ja immer so, ah, eins, da, die hat Löcher, schau. Die Kleinen haben keine Löcher. Die Großen aber schon. Ein Fisch, ein Delfin, ein Wal. Cool, oder? Wow. Zeig's mal dem Papa. Gehst du mal dem Papa zeigen? Mhm. Komm. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass mein Frauenarzt schon einen kleinen Blick auf die Nacken, also auf das Nacken geworfen hat und er gemeint hat, dass eh eigentlich alles im grünen Bereich ist und ich mir eigentlich keine großen Sorgen machen müssen bezüglich dem. Es wird alles in Ordnung sein, deswegen habe ich dann auch von einem Combined-Test auf einen Nackenfaltentest umgesprungen, weil der ist auch, der kostet 180 Euro, der wird nochmal Blut von der Mutter gemessen und nochmal geguckt, welche Hormone sind im Blut von der Mutter oder so. Ja, auf jeden Fall. Was willst du? Willst du wieder zu mir? Schauen wir uns das Baby an. Ja, ich habe ganz viele Bilder bekommen. Und ja, also das war ein richtig... Warte kurz. Das war ein richtig netter Arzt, der hat mich ganz lange untersucht. Ein Mann? Ja, ein Mann. Hey. What? Der schaut eh nur auf den Bauch. Mädels sind alle da, kommt her. Also, schaut mal. Ich zeig's euch dann nachher. Es sind nämlich ganz viele Bilder. Schaut mal. Da sieht man das Baby liegen. Seht ihr? Und da. Und da ist der Kopf, da kann man das Gehirn sehen. So? Ja, und da sind die Beine, die sind ein bisschen überkreuzt. Das Baby chillt da so. Und da sieht man den Bauch, also so von der Seite. Und hier hat er mir dann das ist das Herz, hat er mir die Herztöne vorgespielt. So. Ganz schön, wenn man das Herztöne hört. Das ist nochmal so. Oh mein Gott. Da sieht man auch die Finger, seht ihr? Ja.
Und ich weiß gar nicht, was das ist. Das habe ich vergessen. Achso, das ist noch mein Fuß, glaube ich. Ah ja, das war Arm. Von links Arm, linker Arm, rechter Arm. Ja, und das war wirklich fertig. Die Lara, ich zeige es euch auch so im Schnelldurchlauf, weil es sind echt viele Bilder. So, ich zeige euch so Bild nach Bild. Also hier kann man das Baby sehen. Liegt so von der Seite im Profil. Da ist so, glaube ich, so eine Hand davor und so. Der Baby wurde nochmal nachgemessen und der Arzt hat jetzt empfohlen, Geburtstermin umzuändern auf den 10. Jänner. Ich habe 8. Jänner Geburtstermin von meinem Frauenarzt bekommen. Dann hier nochmal ein Foto. Ich weiß nicht. Wisst ihr, man ist schwanger. Und man realisiert ja schon, dass man schwanger ist und dann geht man zum Arzt und dann liegt man dort und dann wird man geschallt und dann bewegt sich da was in deinem Bauch. Und die ganze Zeit herumgeschwappt, so ganz ruckartige Bewegungen hat es gemacht. Und dann denkt man sich so, ah ja, ich bin ja schwanger, da ist ein Baby in meinem Bauch, wir haben ein Baby gemacht. Ja, das ist etwas, was man wahrscheinlich, egal wie oft man schwanger ist, nie realisiert. So, dann hier sieht man voll schön den Kopf und da drinnen also das Gehirn, links und rechts, ganz toll. Schön, also das ist so wirklich ein ganz toller Termin. Nackenfalte passt alles und dann nochmal das Baby so zu sehen, das war wirklich wunderschön. Ich habe mich sehr gefreut. Auf jeden Fall hat mir der Arzt auch eine Tendenz fürs Geschlecht genannt. Das kenne ich so gar nicht, also normalerweise sagen sie es einem ja gar nicht sowieso so früh. Aber das ist ein richtig gutes Ultraschallgerät, was er da hatte. Und er hat schon eine Tendenz gegeben, aber zu 90%. Aber ich werde es noch nicht verraten. Ich werde dazu ein ganz besonderes Video machen. Es ist auf jeden Fall, ja, ich freue mich sehr darüber, auf jeden Fall. Und ihr werdet das doch erfahren. Aber ich werde es noch nicht jetzt hier im Video so raushauen. Das wäre zu unspektakulär. Ja, ich freue mich, bin ganz gehypt. Ich war auf jeden Fall noch kurz aus Einkaufen, weil ja, so Sachen gefehlt haben wie Brot, deswegen habe ich Toastbrot gekauft, habe aber auch ein Schwarzbrot gekauft. Ich habe eine Wurst gekauft. Ich bin eine bekennende Wurstesserin. Momentan liebe ich es, Wurst zu essen und Schinken und Käse. Dann habe ich dem Patrick ein veganes Schnitzel gekauft. Patrick hat heute nämlich seine erste Fahrschule. Er muss Kurs sitzen heute und sich das anhören. Seine erste, und ich werde ihn dann fahren. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Aber machen wir hier mal weiter. Da habe ich so einen Thunfisch-Olive-Aufstrich gekauft und eine Leberwurst, weil ich Bock habe auf Leberwurst. Ja. Auf jeden Fall, der Baba, der wollte den Patrick heute ja zur Fahrschule fahren. Aber dem geht's so schlecht, der hat irgendwas Schlechtes gegessen und der hat so Magenkrämpfe. Das so, wir haben auch gedacht, dass er vielleicht Magen-Darm oder so hat, dass er sich irgendwo ein Virus geholt hat. Kann ja sein beim Einkaufen oder so, überall, ne, wo man ist, kann ja auch irgendwo sich ein Magen-Darm-Virus herum bewegen. Aber ich habe mit meiner Freundin gerade telefoniert, die meint, weil er hat halt Schüttelfrost und seine Gelenkeschmerzen. Und er hat Fieber. Ich habe gemeint, es könnte auch von Lebensmittelvergiftung sein. Ja, auf jeden Fall, Papa geht so richtig dreckig. Er hat gestern irgendwelche Pilze gegessen mit Patrick und er meint, also der Patrick hat sie auch gegessen, aber der Papa ist, der ist so empfindlich, der reagiert auf so auf alles. Wenn irgendwas mal nicht so frisch ist, wie es sein sollte, dann ist es vorbei bei ihm. Wirklich, er ist richtig empfindlich. Wie oft haben wir schon irgendwie Sachen gegessen, wo ich gar keine Probleme hatte und er richtige Probleme. Ich zeige ihn euch mal. Hey Papa, wo bist du? Da ist der kleine Papa. Lebensmittelvergiftung. Und die Marina hat gemeint, Schüttelfrost könnte auch von dem sein. Krämpfe. Ja, wenn du eine Lebensmittelvergiftung hast. Also. Ja. Papa hat gestern irgendwelche Pilze gegessen. Champignons, oder? Champignons hast du gegessen. Champignons. Jetzt schaue ich wie ein Pilz aus. Wie Super Mario. Aber auch immer noch ein Späßchen machen. Ich hasse das, wenn ich krank bin. Ich bin ganz selten krank, aber wenn ich bin, dann bin ich krank. Ja, das stimmt. Ein richtiger, ist ein typischer Mann, der leidet halt. Schatzi, mir sind 5 Wochen dauerschlecht. Kein Rambo. Ich bin auch kein Rambo. Ich muss mich selber zunähen. Und soll ich dir den Fernseher einschalten? Nein. Anstatt immer noch
Ja, Netflix kannst du schauen. Nein, ich will kein Netflix. Komm schon, Paul. Du kannst endlich Haus des Geldes fertig schauen. Ich will aufstehen von da. Ich kann nicht mehr. Ich werde verrückt im Bett. Du musst jetzt mal liegen bleiben. Wie lang? Ja, bis dir besser geht. Wie lang? Da der Papa... Was ist das denn? Da der Papa jetzt aus Gefecht gesetzt ist. Und mir ist ja heute eigentlich doch relativ gut geht. Mir ist ein bisschen flau im Magen. Aber das ist mir ja eigentlich eh fast täglich. Werde ich mich jetzt ums Essen kümmern. Essen zu bereiten ist nämlich gerade so... Ist nicht so... Warum ich das noch immer nicht wirklich machen kann, ist, weil ich die verschiedenen Gerüche nicht ertragen kann. Vom Braten, von Gewürzen und so jegliches. Aber ich verhelfe mir heute einfach mit fertigen Sachen. Ich habe hier nämlich so eine Fertiglasagne gekauft. Die werde ich jetzt für mich und die Michelle machen. Also ich kann es nur nicht riechen, aber essen kann nichts. Schauen wir mal, ob ich jetzt eine Lasagne esse. Weil irgendwie habe ich das doch nicht so einen großen Hunger. Und für den Patrick habe ich ja vegane Mühlenschnitzel gekauft. Und ich werde ihm da draus so zwei Chicken Burger machen. Bitte? Kann ich mal das auch machen? Hallo, Patrick. Ich will schauen, wie das vegan? Ja, cool. Ja, ich mach dir machst du der Lara das Hybrid auf? Also ich habe für dich vegane Mühlenschnitzel gekauft. Ich wollte so Burger machen. Schnitzelburger. Bitte. Also Patrick ist gerade von School gekommen. Es ist heute Mittwoch. Er hat noch zwei Tage, inklusive Freitag ist er schon. Wieso? Was? Nein, ist schulfrei. Ja. Schulfrei. So, müssen wir noch einstellen. Das weißt du nicht. Geh, Patrick, du. Ich will schon, wie das Mann gleich groß ist. Wieso? Ist er noch nicht kaputt? Einfach ziehen. Hey, wie lange hast du heute Fahrschule? 20. Okay, passt. Ich fahre nicht, weil der Papa ist außer Gefecht gesetzt. Er hat eine Lebensmittelvergiftung. Mit den Pilzen. Glaubt er zumindest. Ja, du bist ja eher robuster. Also er glaubt halt, aber er ist halt... Nicht. Der Papa sagt von den Pilzen, aber ich glaube nicht. Ich hätte irgendwas anderes gegessen. Champignons. Also er hat es auch gegessen und er ist topfit. Also wer weiß, was das ist. Vielleicht hat sich auch wirklich nur irgendwo ein Virus eingefangen. Also irgendwo, wir waren gestern kurz beim Teddy. Okay. Kann ja sein, ne? Das kann man sich immer wieder reinfangen. Das ist verkehrt, Schatzi. Ja. Tut's weh, oder? Ja. Da nichts. Das ist ein großer Kopf, Patrick. Das ist ein gescheiter Kopf, gell? Aha. Ich bin ja schon fast der Maximum. Okay. Und? Wie ist es? Das muss, Nase muss da rein. Genau. Okay, meine Nase kennt das so gut. Ja, genau. Cool, das kenne ich voll cool. Danke mal. Oh, Bibi Girl. Mua, danke für den Kuss. Der Patrick gönnt sich was richtig Gesundes. Ein bisschen vegane Mayonnaise auf seinen fetten. Wie heißt das? Chicken Burger. Also, naja, Chicken kann man nicht sagen. Vegane Schnitzelburger. It's not a chicken. Mhm. Schmeckt's? Ist dein Lieblingsburger, oder? Also der, anstatt, oder das Erbsenprotein, schmeckt dir nicht so. Also das schmeckt dir mehr. Keine Ahnung, wo ich das sind. Ich habe jetzt Verpackung weggeschmissen. Und ich habe jetzt irgendwie Bock auf eine Jause, deswegen habe ich Brot und ein bisschen Käse und ein bisschen Wurst. Und ja, ich werde jetzt mal essen von der Michelle, die Lasagne, die braucht noch ein Stück. Ja. Die Luisa snackt ja auch eine kleine Jause. Oder sie spielt eher mit ihrem Brötchen. Hey, meine Lieben, na, da habe ich mal ein gutes Licht erwischt. Ne? Ich habe jetzt den Patrick in die Fahrschule gefahren. Der hat jetzt 4 Stunden Theoriekurs. Und ja, ich habe mir gedacht, ich treffe mich mit meiner Freundin. Ich habe jetzt auf jeden Fall voll lange gebraucht von der Fahrschule bis daher. Ist irgendwie voll Stau. Alles zu und dicht. Ja, ich treffe mit meiner besten Freundin. Ich habe das schon mega lange nicht mehr gemacht. Also locker. Seit sechs Wochen geht es mir richtig übel. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal, auch in Kombination mit Corona und so, weil ja, da hat man halt nichts unternommen, ne? Weil man halt alle Geschäfte zu waren oder zumindest alle Lokale und so. Und jetzt ist voll wieder... Ja, alles wieder normal.
bei uns auch und ist auch keine Maskenpflicht mehr. Bei uns ist lediglich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Apotheke, beim Arzt und ja, sonst eigentlich glaube ich nirgends mehr. Ja, also Maskenpflicht. Nur ein Problem mit der Vanille. Vielleicht der Vanille machen. So, meine Lieben, wie ihr gesehen habt, haben wir ein Eis gegessen. Hinter der Kamera steht meine Freundin. Sie will ja nicht, dass ich sie filme. Weißt du, mich haben schon Leute mal gefragt, hast du eigentlich echte Freunde? Das sagst du jedes Mal. Hast du euch das schon erzählt? Ja, vielleicht. Ich darf sie ja nicht filmen, ihr seht ja nur maximal von hinten. Und wir sind jetzt mit ihrer kleinen Tochter hier im Thalia. Die schaut jetzt nämlich ein bisschen Spielzeug. Eigentlich haben wir uns nur vom Regen versteckt, weil wir haben jetzt ein Eis gegessen. Und jetzt hat es zum Regen begonnen. Jetzt sind wir kurz im Thalia und schauen Spielzeug. So schöne Sachen gibt es ja. Boah, schau mal, dieser Bär, wie flauschig der sich an. Marlene, schau mal. Schau mal, greif mal. Ist nicht cool? Okay, nicht cool. Hey, das ist voll cool, Marlene. Das habe ich für die Lara und die Luisa mal gekauft. Das ist ein Wasser-Ding und dann wird es bunt, wenn man es so. Also, da kannst du Wasser einfüllen und die Kinder malen das an und dann ist es wie ausgemalt. Voll schöne Farben. Aber gibt es ja so dieses Waterdudel? Genau so wie du. Das hast du, das ist anders. Das wird dann bunt. Also nicht nur blau oder so, sondern es wird bunt. Ich bin schon mittlerweile zu Hause. Den Patrick habe ich natürlich noch geholt vorher von der Fahrschule. Die sind jetzt alle in der Küche, die Kinder, der Patrick und der Papa. Und die essen was. Die essen so ein Abendbrot. Ich esse jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt mit meiner Freundin ein Eis gegessen. Es war doch ziemlich deftig. Mir ist jetzt nicht schlecht. Mir ist ein bisschen flau im Magen. Und bin aber auch richtig müde, weil ich bin normalerweise nie so lange unterwegs. Und ja. Morgen hat der Patrick wieder Fahrschule. Er wird jetzt er hat so einen 2 Wochen Intensivkurs, wo er nur die Theorie prüft, also die Theorie durcharbeitet. Und ja, immer geht besser so, anstatt dass er jeden Tag hingeht, ist auch nervig. Deswegen werde ich mich jetzt hier hinlegen und ein bisschen ausruhen. Hoffentlich schlafe ich heute früh ein. Bin ja doch relativ früh aufgewacht und ja. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich kann es immer nicht fassen. Wir kennen das Geschlecht. Das ist so super, so krass. Euch werde ich es natürlich auch verraten. Aber noch nicht so bald, weil ich möchte halt schon die 100%ige Bestätigung haben. Und ja, dann fangt doch schon die Namenssuche an. Und so. Oh mein Gott, das ist so spannend. Wisst ihr, man vergisst doch jedes Mal, dass man schwanger ist. Also, jedes Mal, also vergessen, man vergisst nicht, dass man schwanger ist, aber jedes Mal, wenn ich beim Arzt bin und dann soll ich so einen Bauch hoch frei machen und dann kommt das Ultraschallgerät und dann sieht man da ein kleines Menschlein in sich herum schweben und purzeln und bewegen und man hört Herztöne und so, das ist dann immer so bewegend. Oh. Na gut, meine Lieben, ich laber schon wieder voll viel, deswegen danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder.